Hallo, mein Name ist Katharina Erhardt. Ich bin Krankenschwester und Still- und Laktationsberaterin IBCLC, Schichtleitung auf der integrativen Wochenbettstation hier in St. Luise. Ich möchte Ihnen einmal unsere integrative Wochenbettstation etwas vorstellen. Wir arbeiten im Schichtbetrieb hier. Wir sind ein großes Team aus Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern und Hebammen. Außerdem haben wir Auszubildende aus den verschiedenen Professionen hier bei uns auf der Station, sodass wir sie in den Tagen, die sie bei uns verbringen, kompetent beraten können. Unsere geburtshilfliche Abteilung arbeitet nach dem Prinzip der integrativen Wochenbettpflege. Das bedeutet, dass wir sie und das Baby zusammen versorgen. Nicht eine Schwester kümmert sich nur um die Mutter, sondern die andere Schwester kümmert sich um das Baby, sondern eine Schwester kümmert sich um Mutter und Kind gemeinsam, sodass sie beide kompetent durch eine Person versorgt werden. Wir versuchen, dass jeden Tag die gleiche Schwester zu Ihnen in das Zimmer kommt. Einmal am Tag begrüßen wir Sie im Zimmer zu einem Wochenbettbesuch. Dort werden wir Sie und das Kind versorgen. Zu unserem Angebot gehören verschiedene Untersuchungen und spezielle Unterstützung beim Stillen durch unsere ausgebildeten Still- und Laktationsberaterinnen. Nach 24 Stunden machen wir die erste Untersuchung beim Baby auf unerkannte Herzfehler. Nach 36 Stunden nehmen wir bei Ihrem Baby Blut ab. Dort werden Schilddrüsenwerte und andere Stoffwechselerkrankungen getestet. Die Blutentnahme bei Ihrem Baby erfolgt bei Ihnen im Zimmer oder im Kinderuntersuchungszimmer. Auf jeden Fall immer in Ihrem Beisein. Sie können Ihr Baby auf dem Arm halten, während wir Blut abnehmen und es trösten. Unsere Zimmer auf der Wochenbettstation sind folgendermaßen ausgestattet. Wir haben einen Wickeltisch und ein Babybett. Alle Sachen, die Sie für das Baby brauchen, alle Anziehsachen, Pflegeprodukte, ist alles hier auf der Station. Sie müssen nur die Sachen fürs Baby mitbringen, mit denen Sie Ihr Kind nach Hause nehmen. Wenn Sie Ihr Baby mit Ihren eigenen Sachen anziehen möchten, also eigene Kleidung, ist durchaus erlaubt. Gerne unterstützen wir Sie beim Stillen. Wir wissen alle, dass Stillen auch jetzt in dieser besonderen Zeit das Beste für Mutter und Kind ist. Stillen schützt Kinder vor Infektionen und deshalb ist es umso wichtiger, heutzutage zu stillen. Alle Hilfen, die Sie zum Stillen brauchen, bieten wir Ihnen hier gerne und kompetent an. Unser Personal ist sehr gut geschult in allen Fragen des Stillens und der Kinderversorgung. Falls Sie nicht stillen wollen, auch dann werden Sie bei uns kompetent beraten zur Flaschenernährung. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass Sie und Ihr Baby genug Zeit haben, um sich kennenzulernen. Deswegen bieten wir das 24 Stunden Homing-In bei uns an. Das heißt, Sie und Ihr Baby sind 24 Stunden am Tag zusammen. So können Sie sich am besten kennenlernen und sind für die Zeit zu Hause gut gewappnet. In allen Ernährungs- und Pflegearbeiten mit Ihrem Kind leiten wir Sie und Ihren Partner gerne an. Das heißt, wir zeigen Ihnen das erste Wickeln und auch das zweite und dritte Mal zeigen wir Ihnen, wie man das Baby wickelt, wie man es ankleidet, wie man es wäscht, wie man Temperatur misst beim Baby. All das können Sie bei uns erlernen. In der ersten Zeit werden Sie vielleicht viel im Haut-zu-Haut-Kontakt mit dem Baby sein. Das unterstützen wir. Das nennen wir Bonding. Das hilft bei Ihnen und Ihrem Kind bei der ersten Beziehungsaufnahme. Sie können dann die Zeit zu zweit und zu dritt zusammen genießen, sich kennenlernen, das Stillen beginnen. Der erste Stillversuch findet schon im Kreißsaal statt. Wenn Sie zur Station kommen und stillen möchten, erhalten Sie von uns kompetente Erklärung zum Stillen. Wir zeigen, wie das Baby angelegt wird. Wir achten mit Ihnen gemeinsam auf die ersten Still- und Hungerzeichen Ihres Kindes. Unsere Still- und Laktationsberaterinnen stehen Ihnen immer zur Seite. Sie können jederzeit fragen.